Ja, hallo Leute, und hört man mich eigentlich? Ich glaube schon, aber ich muss das Mikro wieder richtig. Ja, gut, man hört mich, man müsste mich hören. Ja, wir spielen wieder Mega Man X3. Ich habe gar nicht mehr geguckt, wie viel Speicher ich noch auf dem Rechner habe, aber egal. Es müsste reichen für 4, 5, 700 Folgen. Ja, wir versuchen es natürlich heute an dem nächsten Gegner. Ich glaube, unser nächster Gegner wird der gute Mann hier sein. Das ist nämlich, jetzt hoffe ich mal, dass ich ihn richtig getroffen habe. Lass uns überraschen, und es müsste die Krabbe sein. Ja, die will ich nämlich haben. Weil dem guten Shepard ist ja aufgefallen, beziehungsweise mir ist aufgefallen, dem Shepard natürlich auch, dass die Krabbe kein allzu schwerer Gegner eigentlich sein dürfte. Ich glaube, die Krabbe ist auch eine der wenigen Maps, die ich noch nicht versucht habe. Wow. Ja, genau, da laggt es wieder. Also die ist eine der wenigen Maps, die ich selbst noch nicht versucht habe. Jetzt weiß ich gar nicht, ob da oben vielleicht zufällig ein Weg ist. Und natürlich taucht der Gegner nicht nochmal neu auf. Aber da taucht er auf. Das ist uncool. Achso, jetzt kracht er hier runter, richtig. So, dann springen wir mal hinterher. Das ging hier so. Mal schön hinter ihm landen. Oh, gut, hier waren wir ja. Das war jetzt richtig Glück. So, wir haben ja diesen. Gut, das funktioniert nicht, das funktioniert nicht. Das hätte mich jetzt gewundert, wenn das funktioniert hätte. Wir haben also immer noch nicht die richtige Waffe dafür, um den da zu öffnen. Gut. Also wechseln wir wieder auf den guten Mega. Wie viele E-Tanks haben wir denn noch? Gar keine. Das ist uncool. Ja, bitte lass dir keinen Zwischengegner jetzt warten auf mich. Ah, hallo mein Freund, dich haben wir auch schon lange nicht mehr gesehen. Ja, komm. Ja, genau, paralysier mich. Ich habe eine Taktik gegen dich. Zumindest denke ich, dass ich eine habe. Ja. Ja. Ich dachte, ich hätte eine, aber. Die hätte mir dann mal eben so zunichte gemacht. Weil da muss man richtig flink sein, um den richtig zu kriegen. Das wird richtig lustig. Wow. Ich hätte mich beinahe diese Rakete getroffen. Ja, auf die können wir ja lustiger. Ja, scheiße, kommt man noch nicht, kommen wir noch nicht drauf. So, zack. Ich glaube, wenn ich genug E-Tanks hätte, also E-Tanks aufgefüllt hätte, würde ich den sogar schaffen. Wenn ich beide E-Tanks voll hätte. Vielleicht kommt er jetzt nicht, vielleicht haben wir Glück. Naja, mein Glück verlässt mich mal wieder. Ah. So. Ja, genau. Spring hoch. Ah, leck mich doch. Gut, Taktik funktioniert. So halbwegs. Ja, das müsste so funktionieren. Wenn ich nicht allzu viel Mist baue. Ja, allzu viel Mist bedeutet halt nicht so oft treffen lassen von ihnen, aber so oft wie das hängt, ist es immer ein bisschen problematisch. Aber so müsste der gar kein Problem sein, wenn man das so halbwegs macht. Gut, versuchen wir es nochmal hier. Frag mich bitte nicht warum. Aber vielleicht habe ich ja Glück und er ist jetzt nicht dabei. Was ich aber bezweifle, wenn ich ehrlich bin, war. Ist es abgehauen? Ja, auch nicht schlecht. Da könnte ich eigentlich hochkommen, wenn ich mich beeile, beziehungsweise wenn ich im rechten Moment springe. Okay, aber das möchte ich jetzt nicht. Ja, komm, hör auf zu lang spielen. Ah,
Also mein Rechner ist ja nicht super gut, aber dass selbst ein SNES-Spiel hier drauf lag, das ist irgendwie peinlich. Und der wartet wahrscheinlich direkt wieder hier auf uns. Ja, komm. Jetzt gebe ich dir so richtig dicke. Haha! Ja, komm. Wenn dann richtig, wa? Hat er sich gedacht. Aber nicht mit mir, mein Freund. Ja, komm. Oh, das sieht gut aus. Ja, es sah gut aus. Ja, komm. Wir rennen in ihn rein. Ich werde jetzt hier mal auf Load machen und mir einen anderen Gegner aussuchen, weil das packen wir nicht. Gegen den packen wir das nicht, nee. Noch nicht. Gut, versuchen wir mal einen anderen. Vielleicht hilft uns ja die Waffe, die wir gekriegt haben, jetzt gegen ihn hier. Aua. Vielleicht können wir auch mit dieser neu gewonnenen Waffe jetzt auch hier diese Steine lösen. Wer weiß, wer weiß, wer weiß. Na komm. So. Uah. Gut, etwas Energie gekriegt. Ah. So. Nee, bringt absolut gar nichts. Immer noch nicht. Okay, also. Ja, immer schön gegen den Gegner springen. Ich frage mich, welche Waffe später uns es ermöglicht, geheime Passagen zu betreten, um Sachen zu kriegen. Wahrscheinlich, bis ich die habe, werden noch Jahre vergehen. Und ich werde noch tausend Tode sterben. Ich glaube, hier kommt jetzt hier dieser komische Bohrer da, oder? Nee, hier kommt die Schlange. Nee, er kommt. Warum kommt er denn jetzt in der Arschlecken, ey? Fick dich, Alter. Ich will nicht gegen dich kämpfen. Das ist mir echt zu hart gegen dich. So, kämpfen wir uns hier durch. Durch den Tiger. So, hier können wir einfach durchhuschen. Wow. Stacheln. Ganz vergessen. Ja, genau, deswegen liebe ich diese Viecher ja so. So, immerhin gibt es hier Energie. Oh, ah, nein! Nein, 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 nein. Ja, komm, verschwinde vor meinen Augen, ey. Ja, das ist ja mal richtig geil. Ja, oder halt auch so. Mal hier runter. Energie sammeln. Und wahrscheinlich wird dann wieder einer von Dr. Dobblers Typen hier stehen. Und nur darauf warten, dass ich komme. Weil der ist ja hier irgendwie überall gleichzeitig. Ja, oh, was stoppt's? Na, warum teste ich das immer wieder? Ich weiß halt genau, dass es nichts bringt. So. Zack, zack. Energie. Und ich wette mit euch. Ich wette mit euch. Er ist jetzt... Nein, hier kommt er. Nein. Er kommt jetzt. Pass auf. Oh, ach nein. Er. Ah, dass er auch so langsam reagiert. Wo bist du? Wow, hoch hier. Das heißt, er kommt denn jetzt von hier und will hier rüber.
Interessant. Gut. Ja, klar, ich springe wieder in ihm rein. So. Da hätten wir ihn besiegt. Glücklicherweise haben wir ihn besiegt. Oh, und mich nervt das gerade, dass ich irgendwie das Gefühl habe, dass man mich nicht richtig hört. Und das macht mir ein bisschen Sorge gerade. So, zack. Wenn ich mich nicht alles täuscht, gibt es hier auch wieder einen Weg nach unten. War der hier schon? Uah. Oder war der hier? Nein? Gut. Ich bin jetzt mal ein bisschen stiller, in der Hoffnung, dadurch konzentrierter zu spielen. Wow, jetzt wäre ich beinahe gesprungen. Oh, und da trifft der Drecksack mich auch noch. Wow. Nix da. So. Ich hoffe mal, der Typ von Doppler kommt nicht hier. Ja, natürlich ist er hier. Nein, wer hätte das gedacht? Unerwartet. Ja. Genau. Immer schön in mich hineinspringen. Gut. Okay, das will so einfach nichts werden. Das hätte ich die letzte Wahl. Wäre er. Ja, versuchen wir es mal. Obwohl ich auf ihn am wenigsten Lust habe, aber vielleicht hilft das ja. Vielleicht haben wir wirklich eine Chance gegen den. Ja, und da trifft mich dieser verfickte Laser, Alter. Ich gehe hier noch kaputt an dem Spiel. Ja. Fick dich, Alter, Megaman. Fick dich ganz tief, ey. Ja, hier haben wir ihn besiegt. Das heißt, vor ihm brauchen wir uns jetzt eigentlich weniger fürchten. Ah, ich kriege hier noch einen Anfall. Wut! Na, immer ein bisschen Energie, die wir kriegen. Jetzt geht's hier wieder damit los. Ja, komm. Ja, genau, Alter. Bepisster Penner. Oh, leck mich doch, Alter. Schieß genau. Ja, komm, schieß mir mal ins Gesicht. Ich steh drauf, ey. Hier, krieg's zurück. Rage Mode, Alter. Richtig dick Rage Mode jetzt. Stopp, hier ging es doch irgendwie nach oben. Hier war noch irgendwas Interessantes. Ne, hier war das Herzteil, das ich schon habe. Stimmt ja. Hier war also nichts mehr. Ah, wieder auf dem Fahrstuhl. Leck mich, du auch. Hier, friss meinen Laser in your face, Bitch. Hier, aber... Ja, komm hier, lass fallen. Scheiß drauf. Da oben ging's doch nicht lang für mich, glaube ich, ne? Muss ich wieder nach oben schießen? Nochmal versuchen. Na, bringt absolut nothing. Gut. Dann einfach hier entlang. Komm, stirb einfach. So, und jetzt...